Ich bin Kevin von der Hamburg Media School. Ich studiere dort im MBA Medienmanagement. Und die HMS ist Kooperationspartner der ersten Stunde. Dort wurde damals zusammen mit Philipp die OMR quasi entwickelt. Und ja, ich darf heute Remna vorstellen von Google. Sie ist dort Data Activation Specialist, genau. Und ich verrate nur so viel, ihr Lieblingseis ist Schokoladeneis. Ja, und damit übergebe ich und wünsche viel Spaß bei der Masterclass Smart Bidding noch smarter. Nimmst du es mit? Ja, vielen Dank für die Vorstellung, Kevin. Willkommen zur Masterclass Smart Bidding noch smarter. Wir möchten euch heute zeigen, wie ihr euren Kunden in der Suche das beste Eis servieren könnt. Mit Streuseln, mit Nüssen drauf, mit einer Waffel und das beste Eis, was ihr euch vorstellen könnt. Und das zum richtigen Zeitpunkt, wenn euer User gerade Appetit auf Eis hat, am richtigen Ort und wenn der User gerade Zeit dafür hat. Das Eis hier ist euer Produkt. Zunächst einmal möchte ich euch meine Kollegen vorstellen. Simon Klaus ist Agency Search Specialist bei Google. Dennis Dautay ist Automation Specialist. Und Bernd Hohlwein ist Data Activation Specialist bei Google. Und ich habe was vergessen, Lieblingseissorte. Simons Lieblingseis ist Stracciatella. Und auch Dennis liebt Stracciatella. Und Bernd mag gerne Cookies. Auch lecker. Wir haben noch einen Untertitel für unsere Masterclass. Wir nennen es nicht nur Smart Bidding noch smarter, sondern auch einmal mit alles bitte. Weil ihr kriegt heute das Eis mit allem serviert. Warum wollen wir überhaupt dem User das beste Eis geben? Also euer Produkt so wunderbar ankündigen, wie es möglich ist zum richtigen Zeitpunkt. Weil der Nutzer immer anspruchsvoller wird. Und ein wunderbares Video möchte ich euch gerne dazu zeigen, dass das sehr gut zeigt, was die Ansprüche eines Users heutzutage sind. Wir hören keinen Ton. Ein bisschen Problem mit der Technik. Cool. Ja, ich glaube, das Video zeigt ganz schön, dass die User immer mehr Informationen haben wollen, immer mehr Informationen nahbei haben wollen in ihrem Umfeld und auch immer mehr Informationen zeitnah haben wollen. Das bedeutet, dass die Customer Journeys immer komplexer werden. Und jede Customer Journey ähnelt nicht einer anderen Customer Journey. Und meistens sind sie nicht idealtypisch am Funnel orientiert, wie wir als Marketer das wahrscheinlich gerne haben wollen. Das heißt, die Nutzer, die User wollen nicht mehr durchschnittlich behandelt werden, sondern sie wollen awesome behandelt werden. Und das würden wir euch heute gerne zeigen, wie ihr eure Nutzer in der Suche awesome behandeln könnt. Wir glauben, dass es vor 2010 ein traditionelles Marketing gab, das man auch beschreiben könnte mit einfachen Durchschnitten. Das heißt, es wurde
eine Research gemacht und es wurde herausgefunden, meine Zielgruppe ist 18 bis 49 Jahre alt, sind Männer, und dann hat man darauf Werbung ausgerichtet. Einfache Durchschnitte, das heißt, diese Gruppe von 18 bis 49 wurde durchschnittlich behandelt. Dann hat man angefangen, als digitale Werbung möglich war und immer mehr Nutzer auch digital gegangen sind, hat man angefangen, extreme Durchschnitte zu bilden. Das heißt, man hat mit ganz vielen Audiences experimentiert, man hat Kampagnen auf unterschiedliche Geräte ausgerichtet. Die Google Ads-Kampagnen oder die AdWords-Kampagnen wurden immer komplexer, man hat immer mehr Regeln aufgestellt, sodass wir eben davon sprechen, dass es extreme Durchschnitte dort gab. Und im nächsten Schritt, seit 2018 ist es eigentlich möglich, jenseits von Durchschnitten zu gehen. Und das ist möglich, weil wir jetzt ein Tool haben, das wir verstärkt nutzen können, nämlich Machine Learning. Und mit Machine Learning muss man nicht mehr Durchschnitte bilden von Nutzern und sie durchschnittlich ansprechen, sondern man kann eben jeden Nutzer individuell ansprechen und das im Idealfall eben in Auction Time, also auktionsbasiert, zum richtigen Zeitpunkt. Genau, was heißt das jetzt für eure Kampagnen? Wir glauben, dass man darauf achten muss, dass man Absichten und Bedürfnisse vorhersagen kann von den Nutzern. Dass man seine Botschaften auf diese Bedürfnisse der User zuschneidet und dass man überhaupt da und relevant ist. In Hawaii wurde das schon durchgeführt, auch ein Land, wo man gerne Eis isst. Die hawaiianischen Airlines haben das so gemacht in diesen drei Schritten und haben damit eben sehr viel Erfolg gehabt. 185% Erhöhung der Flugbuchungen und 69% Reduktion der Kosten. Wir möchten euch heute erzählen in fünf Schritten, wie ihr das selber auch erreichen könnt in euren Suchkampagnen. Wir beginnen damit, Machine Learning erstmal vorzustellen. Den ultimativen Eisverkäufer, der genau weiß, wann euer User ein Eis möchte, zu welchem Zeitpunkt und an welchem Ort. Und unser Smart Bidding, das Bidding-Tool in Google Ads, basiert auf Machine Learning. Dann berücksichtigen muss man im nächsten Schritt relevante Signale. Also will der User überhaupt Eis essen? Dieser User gibt ganz klar ein Signal auf seinem T-Shirt, der hat ganz viel Eis auf dem T-Shirt, der möchte gerne ein Eis. Im nächsten Schritt sollte man relevante Anzeigen den Nutzern zeigen. Und zwar auch schöne Anzeigen, nicht nur das einfache Eis, sondern vielleicht mit Streuseln obendrauf, mit Früchten obendrauf könnte man seine Anzeigen ausstatten. Und dann wird es im vierten Schritt darum gehen, die Kontostruktur in einem Google Ads-Konto zu vereinfachen, damit die Kampagnen einfacher funktionieren mit Machine Learning. Also es geht auch um Vanilleeis, das meines Erachtens einfachste Eis, was man essen kann. Und dann soll es auch um Schokolade geben, die wir oben auf das Eis draufstreuen, nämlich darum, eure Business-Ziele, eure Daten, die ihr in eurem Unternehmen habt, zu integrieren und zu aktivieren im Machine Learning. Super, dann übergebe ich an Bernd. Ja, hallo, ich würde gerne mit euch ein kleines Experiment machen. Versetzt euch mal in folgende Lage. Wer mag, kann die Augen schließen. Stellt euch folgende Situation vor. Ihr liegt an einem Strand, habt die Füße im Sand, das Wetter ist richtig, richtig schön. Es sind über 30 Grad. Die Sonne prickelt so auf der Haut, aber nicht unangenehm. Ja, ihr wart gerade vielleicht vor 10 Minuten im kristallblauen Meer, euch abkühlen, habt ein Bad genommen, seid aber mittlerweile schon wieder komplett trocken und denkt euch, jetzt ein Eis, das wär's. Und in dem Moment kommt ein Eiswagen vorbei, der Eisverkäufer läuft auf euch zu und gibt euch genau die Eissorte in die Hand, die ihr am liebsten mögt, mit allem drum und dran, mit Streuseln, mit Schokolade, was auch immer ihr mögt. Wie fühlt sich das an? Zu schön, um wahr zu sein, richtig? Und was im Eisverkauf, im Urlaub vielleicht wirklich noch ein bisschen Zukunftsmusik ist, ist im Marketing aber heute schon möglich. Das heißt, ihr könnt heute im Marketing schon den Nutzer auf Basis seiner Intention mit genau der richtigen Nachricht, mit genau der richtigen Message erreichen, im richtigen Moment auf Basis seiner Bedürfnisse. Und das Ganze
macht eine Technologie möglich, die in aller Munde ist. Machine Learning. Machine Learning ist der ultimative Eisverkäufer, sozusagen. Machine Learning wird unser Leben grundlegend verändern. Es gibt Menschen, die sagen, Machine Learning ist wie die neue Elektrizität oder wie Elektrizität. Und es hat unser Leben auch schon in vielen, vielen Bereichen maßgeblich verändert. Bevor wir uns anschauen, was Machine Learning eigentlich ist und wie Machine Learning funktioniert, habe ich mir gedacht, wir schauen uns mal an, wozu Machine Learning in der Lage ist. Und einem einfachen Beispiel. Wer von euch kennt noch Atari-Computerspiele, nämlich das Spiel Breakout? Vielleicht mal kurz den Arm hoch. Sind nicht mehr ganz so viele, das ist so der Moment, wo man merkt, dass man alt wird. Aber ich glaube, wenn ihr das seht, erinnert ihr euch vielleicht. Die Kollegen unserer Schwesterfirma DeepMind, die haben einem Algorithmus beigebracht, ein Computerspiel zu spielen, eben dieses Atari Breakout-Spiel. Und das Ziel des Algorithmus ist hier, die Punkte zu maximieren, und den Input, den der Algorithmus bekommt, sind im Grunde genommen die Pixel, die auf dem Bildschirm zu sehen sind, und die Eingaben sind eben links und rechts. Und durch verschiedene Trainingsepisoden, sogenannte Epochen, sieht man, dass der Algorithmus am Anfang noch so ziemlich seine Probleme hat, den Ball überhaupt zu treffen. Nach 200 Episoden klappt das schon ein bisschen besser, aber auch noch nicht so richtig zuverlässig. Nach 400 Trainingsepisoden ist der Algorithmus so gut, dass er den Ball nicht mehr verfehlt. Das heißt, er trifft jedes Mal. Und wir haben ja darüber gesprochen, dass das Ziel des Algorithmus ist, die Punkte zu maximieren. Und was ganz spannend ist, nach 600 Trainingsepisoden ist etwas passiert, was selbst die Entwickler dieses Algorithmus nicht vorhergesehen haben. Der Algorithmus findet nämlich eine Strategie, die Punkte zu maximieren, die nicht so ganz offensichtlich ist. Das heißt, er spielt den Ball an den Seiten, also um so Löcher zu generieren, und schießt ihn dann dahinter, um dann schneller die Punkte zu bekommen. Dazu ist Machine Learning schon in der Lage, an einem relativ simplen Beispiel. Und ihr könnt das vielleicht auch auf das Marketing übertragen. Möglicherweise kann der Algorithmus auf Strategien kommen, Menschen zu erreichen, auf die ihr vordergründig vielleicht nicht so einfach kommt. Schauen wir uns kurz an, was ist Machine Learning überhaupt? Machine Learning wird ganz häufig mit dem Begriff künstliche Intelligenz gleichgesetzt. Allerdings ist es eher eine Unterkategorie, es ist eine Sammlung von Techniken, die es Algorithmen und Computern ermöglichen, auf Basis von Daten zu lernen. Und wer von euch vielleicht schon mal programmiert hat oder versucht hat, so sein E-Mail-Programm mit Regeln zu versehen, der wird verstehen, dass bisher Computer mal auf eine gewisse Weise programmiert wurden, nämlich mit expliziten Regeln und Anweisungen, die auf Daten angewendet wurden. Wenn, dann, Vorschleifen, While Loops und so weiter und so fort, kennt ihr vielleicht. Und Machine Learning versucht, das Ganze rumzudrehen. Beim Beispiel von Spam-Mails kann man sehen, die Spammer sind sehr kreativ darin, neue Begriffe zu entwickeln oder anders zu umschreiben, dass es sehr schwer sein wird, das Ganze mit Regeln zu erfassen. Man kommt im Grunde genommen nicht hinterher, die Regeln zu definieren und zu verfeinern, und weiß nicht, ob Regeln, die man vielleicht früher schon definiert hat, überhaupt noch aktuell sind. Und beim Machine Learning drehen wir das Ganze rum und interessieren uns im Grunde genommen nicht mehr für die Regeln, sondern wir definieren einfach noch ein Ziel. In dem Fall den Fehler zu reduzieren, dass eine Spam-Mail falsch klassifiziert wird. Und wir stellen dem Algorithmus sehr, sehr viele Beispiele zur Verfügung, von denen wir wissen, das sind entweder Spam-Mails oder keine Spam-Mails, auf Basis der Algorithmus lernt. Ein Beispiel, um es vielleicht noch mal ein bisschen plastischer zu machen, was für uns sehr einfach ist, wenn ich euch jetzt frage, auf welchem Bild ist ein Hund oder auf welchem Bild ist eine Katze zu sehen, dann wird keiner länger als einen Bruchteil einer Sekunde brauchen, um diese Frage zu beantworten. Für Computer und Algorithmen war diese Frage lange Zeit ein sehr, sehr schwer zu lösendes Problem. Und wie das Ganze funktioniert, schauen wir uns mal am Beispiel eines neuronalen Netzes visualisiert an. Ein neuronales Netz ist eine Technik von Machine Learning. Es gibt verschiedene für Klassifizierungsprobleme wie dies hier. Und was wir brauchen, ist im Grunde genommen einen großen Datensatz. Sehr, sehr viele Daten, also das sind in dem Fall Bilder von Hunden und Katzen mit Labels. Das heißt, sie müssen gelabelt sein. Jemand muss vorher sich hingesetzt haben und gesagt, das ist ein Hund, das ist eine Katze. Diese Label und die Bilder stellt man dem Algorithmus zur Verfügung. Die Bilder werden in sogenannte Features runtergebrochen, also Informationen, die der Rechner verstehen kann. In dem Fall sind das Pixelwerte, Helligkeitswerte, Farbwerte in eine Sprache übertragen, die ein Algorithmus versteht. Auf Basis der wird das Modell erstellt, über verschiedene Stufen versucht dann der Algorithmus, diese Klassifikation, eben das Label, richtig zu erraten. Wenn es richtig ist, geht es mit dem nächsten Beispiel weiter. Wenn ein Fehler gemacht hat, wird dieser Fehler zurück an das Netz gegeben. Das Netz bzw. das Modell wird verbessert, bis der Fehler minimal ist. Und dann kann man das Netz im zweiten Schritt verwenden, um ein Bild, das der Algorithmus vorher noch nicht gesehen hat, zur Verfügung zu stellen. Auf Basis der Feature wird dann entsprechend das Label Hund oder Katze vorhergesagt. So funktioniert Machine Learning, Klassifizierung, sozusagen einfach erklärt. Und man kann sich das auch vorstellen, wenn man jetzt an Smart Bidding denkt oder an die Suche.
eine Information, dieses Label, die man mitgeben muss, ist die Conversion. Man muss dem Algorithmus zu verstehen geben, war ein Klick erfolgreich, ja oder nein? Hund oder Katze, ja oder nein? Also man kann das ganz gut übertragen und so funktioniert es im Grunde genommen auch. Jetzt werdet ihr euch denken, ja, wow, warum brauchen wir Computer dafür, Hunde von Katzen zu unterscheiden? Das ist ein relativ simples Problem. Spannenderweise sind wir auf ein paar Beispiele gestoßen, als wir die Algorithmen trainiert haben, wo wir feststellen, dass selbst ihr wahrscheinlich zweimal hinschauen müsst. Ja, wie zum Beispiel das. Ja, ein Muffin oder ein Chihuahua haben gewisse Ähnlichkeiten, wie wir festgestellt haben. Oder das finde ich auch ganz gut. Ein Bagel und ein Retriever, glaube ich. Ja, auch da ist nicht ganz so einfach zu erkennen. Und jetzt kommt mein Favorit, den fand ich am schönsten. Das sind Chicken Wings und eine gewisse Pudelrasse wahrscheinlich. Das ist nicht ganz genau. Also offensichtlich nicht ganz so einfach in verschiedenen Randbereichen. Wir bei Google nutzen Machine Learning in viele unserer Produkte. Das ist eine Statistik darüber, wie viele Beschreibungsdateien für neuronale Netze in unseren eigenen Produkten verwendet werden. Sowohl in unseren Consumer-Produkten, in der Suche, aber auch in unseren Anzeigenprodukten wird Machine Learning verwendet. Ich habe ein paar Beispiele mal mitgebracht. Zum Beispiel Google Translate. Hier verwenden wir Bilderkennung und eben Übersetzungsmodelle. Das heißt, man kann ein Bild von einem Schild oder von einer Menükarte machen und das entsprechend 1:1 in Echtzeit übersetzen. Wir haben Smart Reply in Gmail, wo wir auf Basis des Textes der E-Mail eine Antwort vorschlagen. Das wird häufig genutzt. Fast 20% aller mobilen Antworten auf E-Mails werden heute auf die Art und Weise schon gegeben. Wir haben den Google Assistant, wo Spracherkennung eine Rolle spielt. Ja? Und wir haben auch ein neuronales Netz darauf angesetzt, die Stromkosten unserer Datencenter zu reduzieren, was erstaunlicherweise fast 14% funktioniert hat. Vorher ohne diesen Algorithmus hat man das Ganze vielleicht so um 3-4% optimieren können. Das sind Beispiele für Machine Learning. Was sind denn die Voraussetzungen dafür, für den sinnvollen Einsatz von Machine Learning? Ist das Machine Learning, sollen wir das jetzt für alle Probleme verwenden? Und was für Voraussetzungen brauchen wir eigentlich? Machine Learning und künstliche Intelligenz ist nicht sehr neu. Die ersten Papers und wissenschaftlichen Arbeiten zum Thema künstliche Intelligenz sind schon vor 50 bis 60 Jahren geschrieben worden. Aber damals sind eine Reihe von Voraussetzungen noch nicht gegeben gewesen, die wir heute haben, mit denen wir diese Technologie einsetzen können. Das eine ist ausreichend Rechenleistung. Solche Modelle zu generieren, massenhaft Daten zu prozessieren und davon zu lernen, braucht Rechenleistung. Das haben wir heute mit neuen Prozessorengenerationen und mit dem Cloud Computing. Wir brauchen natürlich auch genügend Daten, um diese Modelle zu trainieren. Und wir sprechen davon nicht nur von Tausenden oder Hunderttausenden von Datensätzen, sondern von Millionen und noch mehr. Und wann setzt man Machine Learning am besten ein? Nicht für simple Aufgaben, sondern idealerweise bei Problemen, wo es uns sehr schwer fällt, die Lösung zu formulieren. Ja, da gehört zum Beispiel Bilderkennung dazu, da gehört Spracherkennung dazu, aber da gehört auch das Advertising dazu. Wenn man sich mal einen simplen Account nimmt, der wirklich nicht komplex strukturiert ist, mit 1000 Keywords, 100 Suchbegriffen, 3 Gerätetypen und so weiter und so fort, kommt man sehr, sehr schnell auf eine immens große Anzahl von Kombinationen, um eine Entscheidung darüber zu treffen, welche Anzeige ich zeige, welche Landingpage ich nutze, um den Nutzer auf mein Angebot aufmerksam zu machen und welches Gebot ich setze. Und das ist einfach durch manuelle Regeln sehr, sehr schwer zu definieren und skaliert einfach nicht. Und da hilft Machine Learning. Während ihr vielleicht bisher in euren Accounts so ein Stück weit auf eine geringe Anzahl von Sorten reduziert wart oder vielleicht auch nicht alle Angebote machen könnte, weil die Kombinatorik einfach in Regeln nicht so ausgedrückt werden könnte, hilft euch Machine Learning. Und wie ihr das Ganze für euch nutzen könnt mit einem neuen Ansatz, Holistic, erklärt euch jetzt mein Kollege Dennis. Vielen Dank, Lemda, und vielen Dank, Bernd. Soweit. Mein Name ist Dennis und ich würde euch jetzt einmal zusammen mit meinem Kollegen Simon das Holistic-Konzept einmal vorstellen, mit dem ihr wirklich alle Eissorten eben hinbekommt, bedienen könnt und am Ende des Tages auch wirklich alles aus euren Online-Advertising-Kampagnen rausholen könnt. Zuerst einmal, wer von euch hat denn schon von Holistic oder vom Holistic-Ansatz gehört? Ah, das sind so 5-10%. Der Holistic-Ansatz ist eigentlich relativ simpel. Das ist wirklich the new shit, the new normal im Online-Advertising, vor allem wenn es jetzt um Search geht. Ja. Und Holistic bedeutet einfach, dass wir auf Vollautomatisierung der Gebotssteuerung setzen über Google Ads Smart Bidding und das vollautomatisierte Bidding ausstatten mit möglichst vielen relevanten Daten.
Und das könnt ihr machen, indem ihr eben Audience-Listen hinterlegt. Das könnt ihr machen, indem ihr ein vernünftiges Measurement-Setup habt über ein vernünftiges Attributionsmodell, aber auch dem Smart-Bidding-Algorithmus vernünftige Anzeigen zur Verfügung stellt und damit auch wieder mehr Daten und mehr Variationen. Aber auch, wie schon vorhin von Remda erwähnt, über eine Kontovereinfachung, wo wir eben wirklich dem Machine Learning, dem Smart Bidding möglichst viele Daten so holistisch wie möglich zur Verfügung stellen, sodass dieser wirklich eben schnell lernen kann, ähnlich auch wie dem Beispiel von Bernd und dementsprechend auch für euch performen kann. Wie schon gesagt, Holistic ist definitiv the new normal und sollte euch helfen, egal ob ihr nun ein Kunde oder Agentur seid, von uns mehr Geschäftswachstum hinzubekommen, mehr Zeit zu sparen und diese Zeit eben zu reinvestieren in Aufgaben wie eben Analytics, Content und Strategie, also da, wo wir als Mensch mit unserer Intuition auch wirklich noch mehr Wert leisten können als eine Maschine. Und wir haben den Holistic-Ansatz schon mit einigen Kunden und Agenturen erfolgreich getestet und Blue Summit war die erste Agentur, die mit uns Holistic eben ordentlich getestet hat. Wir haben mit dem Kunden Blume 2000 angefangen, aber haben mittlerweile Holistic eben schon für einige Kunden zusammen mit der Blue Summit getestet und erfolgreich umgesetzt. Und die Geschäftsleitung, Michael Schönherr bei Blue Summit, sagt, dass wir über alle Kunden hinweg wirklich eine massive Performance-Steigerung hinbekommen haben. Hier in dem Fall sind es insgesamt 25%. Bei Blume 2000 wurde von der Blue Summit auch noch gemessen, dass die Agentur 20% Zeit sparen konnte durch den Holistic-Ansatz und dementsprechend insgesamt sehr, sehr happy ist. Ich habe den Case auch nochmal hier verlinkt. Ihr bekommt die Folien im Nachhinein und könnt euch da den Case auch nochmal genauer angucken. Jetzt kommen wir auch schon zum Herzstück des Holistic-Ansatzes, nämlich zum vollautomatisierten Smart Bidding bzw. Zum Eiswagen oder Eisverkäufer. Smart Bidding sollte euch allen schon relativ geläufig sein. Ich fasse es aber noch mal ganz kurz zusammen. Was macht das Smart Bidding und vor allem das vollautomatisierte Smart Bidding so einzigartig auf dem Bidding-Markt? Wir haben halt die Lösung, die wirklich für jede einzelne Auktion, also für jeden Nutzer in der Google-Suche, versucht, das optimale Gebot zu berechnen. Nehmen wir mal an, jemand geht in die Google-Suche und tippt ein Eis kaufen und ihr habt jetzt irgendwie Eis als Keyword eingebucht. Dann könnte natürlich eine Anzeige von euch erscheinen. Genauso könnte aber auch eine Anzeige erscheinen, wenn jemand eintippt, Eis selber herstellen oder Eis Bauchschmerzen. Außer ihr habt jetzt Eis Bauchschmerzen als Negative in eurer Kampagne drin. Nun ist es so, dass ihr mit einem anderen Bidding-Ansatz auf Keyword-Ebene bieten würdet, also jedes Mal auf Eis vielleicht 1 Euro. Mit dem Google Ads Smart Bidding würdet ihr für jeden einzelnen Suchbegriff hier halt nochmal anders bieten. Ja, weil natürlich auch hinter dem jeweiligen Suchbegriff natürlich auch eine andere Kaufwahrscheinlichkeit liegt. Wie machen wir das? Wir gucken uns sehr, sehr viele Signale an. Also das sind die Standardsignale, wie wo befindet sich der Nutzer gerade. Also ist es jetzt, befindet er sich irgendwie gerade an einem Urlaubsort? Ist er mit dem Smartphone unterwegs oder Desktop unterwegs? Und was ist dementsprechend auch vor allem in der Kombination dieser Signale, die wir haben, die Wahrscheinlichkeit, dass der Nutzer eben jetzt gerade Eis kaufen wird? Und wir haben natürlich auch ein paar exklusive Signale, wie zum Beispiel, was für ein Betriebssystem nutzt der User und was für einen Suchbegriff gibt er ein und, und. Neu ist jetzt auch beim Smart Bidding, dass wir wirklich für jedes Kampagnenziel oder jedes Unternehmensziel auch eine Bidding-Strategie vorhanden haben. Ganz oben seht ihr jetzt die recht neue Bidding-Strategie namens Target Impression Share. Und mit Target Impression Share könnt ihr einfach in Kampagnen, mit denen ihr eben einen gewissen Impression Share oder eine gewisse Position anpeilt, könnt ihr eben eure Kampagnen automatisiert laufen lassen bzw. eben das Bidding laufen lassen. Und dann haben wir, wenn ihr auf Conversion Volume fokussiert seid in euren Kampagnen, zwei Bidding-Strategien und das wären dann Maximize Conversions und Target CPA. Was ist der Unterschied zwischen den beiden? Maximize Conversions empfehle ich immer dann, wenn ihr in einer Kampagne wirklich limitiert seid durchs Budget und das im Interface auch so angezeigt wird. Und Target CPA ist aus meiner Sicht die wirklich mächtige oder vielleicht auch mächtigere Bidding-Strategie, wo ihr selber auch noch eben an der Effizienz schrauben könnt über den Ziel-CPA. Dann haben wir Target ROAS, sehr ähnlich wie Target CPA. Ihr müsst nur einen Zielwert definieren. Am besten habt ihr natürlich offene Budgets, damit wir möglichst viel Conversion-Volumen oder Umsatz für euch rausholen können. Die Effizienz steuern wir eben über den Zielwert und das war's schon eigentlich. Häufig gestellte Fragen habe ich zwei für euch mitgebracht. Die erste Frage, die ich häufig bekomme, ist das Thema Saisonalität.
kann so ein Machine Learning basiertes Smart Bidding und vor allem auch vollautomatisiertes Smart Bidding dann wirklich mit Saisonalitäten umgehen und wie schnell reagiert so ein Algorithmus? Ja? Und da ist unsere Antwort, also Smart Bidding berücksichtigt natürlich Saisonalitäten, aber wir müssen da halt unterscheiden zwischen zwei Arten von Saisonalitäten. Die erste Art von Saisonalität ist ein längerer Zeitraum, also etwas mehr als 2 Tage. Vielleicht irgendwie die Weihnachtszeit, also 4 Wochen oder so. Das ist für Smart Bidding gar kein Problem, denn da hat der Algorithmus natürlich definitiv genug Zeit, um auf die Änderungen im Traffic bzw. die Nutzerveränderungen dann noch zu reagieren. Wenn es um wirklich kurze Zeiträume geht, also ein Flash Sale, ein Black Friday oder, und ihr wirklich erwartet, dass in der Zukunft signifikante Conversion Rate Veränderungen auftreten werden, dann würden wir euch empfehlen, dass ihr eventuell manuell eingreift, indem ihr euren Zielwert eben dementsprechend anpasst. Ja, also wenn ihr eben erwartet, dass sich die Conversion Rate verdoppelt, würden wir auch den CCPA eben verdoppeln für diesen Zeitraum. Zweite Frage, die ich häufig bekomme, ist Volumen. Was mache ich, wenn meine Kampagne wenig Volumen hat? Kann ich dann auch auf Vollautomatisierung setzen? Und auch da ist die Antwort ja. Denn bei Target CPA haben wir halt keine technischen Mindestvoraussetzungen mehr. Das heißt, ihr könnt ab der ersten Conversion mit Target CPA starten. Wenn ihr schon Target CPA erfolgreich im Einsatz hattet, wenn es der erste Test ist, würde ich vielleicht eher auf Kampagnen gehen, die mehr Volumen haben, um dann natürlich auch wasserfeste Zahlen und Ergebnisse zu bekommen. Aber natürlich gilt, wie für jeden anderen Algorithmus auch, je mehr Daten da sind in einer Kampagne oder in einem Portfolio, desto besser, denn desto schneller kann dann auch natürlich der Algorithmus lernen und auch für euch performen. Und das führt mich auch schon zu meinem Tipp, Portfolio Bidding. Wenn es irgendwie geht, setzt auf Portfolio Bidding und geht eben weg von Kampagnen-Level-Zielen oder Kampagnen-Level-Bidding, außer ihr habt da wirklich ganz klar für euch definiert, für die und die Kampagne habe ich den und den Ziel-CPA oder Ziel-ROAS. Und das kann dann so aussehen. Ja, ihr habt dann vielleicht ein paar Brand-Kampagnen in eurem Konto, ihr habt vielleicht ein paar Generic-Kampagnen und Brand-Generic-Kampagnen und natürlich unterschiedliche Ziele. Ja, bei den Brand-Kampagnen verfolgt ihr wahrscheinlich ein Impression-Share-Ziel und da würde ich euch natürlich dann Target-Impression-Share ans Herz legen. Bei den Generic-Kampagnen habt ihr dann entweder ein Conversion- oder Umsatzziel. Und wenn ihr da seht, dass ihr über mehrere Kampagnen hinweg eine gewisse Effizienz erreicht, also einen gewissen CPA oder ROAS, dann würde ich an eurer Stelle einfach hingehen und diesen durchschnittlichen CPA oder ROAS erstmal nehmen und als Zielwert auf Portfolio-Ebene einstellen und dann könnt ihr schon loslaufen. Wir haben diesen Ansatz mit schon einigen Kunden getestet und das wirklich sehr, sehr erfolgreich. Denn am Ende des Tages ist es für den Bidder wirklich egal, ob die Daten nun auf Kampagnenebene oder auf Ad-Group-Ebene oder auf Konto-Ebene da sind. Hauptsache sind viel Daten da. Da können wir definitiv mehr Volumen für euch dann am Ende des Tages für die gewünschte Effizienz rausholen. Ihr könnt dann auch schon in den Empfehlungsreiter gehen. Dort findet ihr automatisiert auch schon einige recht gute Empfehlungen aus meiner Sicht zum Thema Target CPA, mittlerweile auch für Target ROAS tatsächlich. Und wir zeigen euch jetzt mittlerweile auch auf sogenannte Beispielsignale oder Top Signals, also konkret für eure Kampagnen, welche Signale guckt sich unser Machine Learning oder unser Algorithmus an, um eben Bidding-Entscheidungen zu treffen. Ja, und in dem Beispiel sehen wir jetzt hier, dass zu einer gewissen Zeit auf dem Desktop die Kaufwahrscheinlichkeit höher ist als jetzt hier für ein gewisses Keyword. Und dementsprechend bietet der Algorithmus hier in dem Fall dann auch in der Signalkombination hoch. Dann geht's weiter mit Simon. Danke, Dennis, und guten Morgen zusammen. Wenn wir erfolgreich Eis verkaufen wollen, müssen wir uns als allererstes die Frage stellen, wer hat eigentlich Bock auf Eis? Und genauso müssen wir uns mit unseren Policy-Kampagnen überlegen, wen sprechen wir eigentlich mit den Kampagnen an und welche relevanten Nutzersignale müssen wir deshalb berücksichtigen? Und um das Ganze nochmal in unser Heuristic-Framework zu packen, Dennis hat gerade mit euch über vollautomatisierte Geburtsstrategien gesprochen und nun wollen wir uns mal damit beschäftigen, welche wichtigen Nutzersignale wir noch im Kampagnen-Setup berücksichtigen können. Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Nicht jeder Mensch steht auf das gleiche Eis. Und genauso ist die Zielgruppe, die ihr mit euren Heuristic-Kampagnen anspricht, von ganz, ganz unterschiedlicher Natur. Und Audiences helfen, diese Zielgruppe in verschiedene Segmente einzuteilen. Sie geben wichtige Nutzersignale, geben Insights, sind damit wortwörtlich Futter für den Smart Bidding Algorithmus. Und an der Stelle mal die Frage an euch. Mal Hands up, wer von euch hat schon mit Audiences in Google Search Ads gearbeitet? Ja, das sind mindestens 80% des Raums. Audiences sind nichts Neues mehr für euch. Ja?
Was wir aber in den letzten Jahren gesehen haben, ist, dass das Audience-Setup oft sehr, sehr granular, sehr, sehr kleinteilig geworden ist, um immer mehr Insights zu erschaffen. Um mal ein Beispiel aus dem Bereich Retail zu geben, Besucher der Teilseite Damenschuhe, Damenschuhe Turnschuhe, Damenschuhe Gummistiefel, Damenschuhe Boots und was es sonst noch so gibt. Und dann kommt noch die Betrachtung der Zeit rein. Besucher der Teilseite Damenschuhe in den letzten 7 Tagen, 14 Tagen, 30 Tagen. Und so kann das Audience-Setup sehr schnell, sehr, sehr granular werden. Wenn ihr Audiences in Verbindung mit Smart Bidding in den Full-Stack-Kampagnen nutzt, könnt ihr jedoch das Audience-Setup wieder stark vereinfachen. Denn hier sind keine 7, 14, 30 Tage-Listen mehr notwendig. Der Smart Bidding-Algorithmus berücksichtigt automatisch, wann ein Nutzer auf der Liste gelandet ist. Und in der dynamischen Geburtskalkulation wird außerdem die Kombination von mehreren Listen automatisch berücksichtigt, wo in der Vergangenheit oft statische Geburtsanpassungen pro Liste notwendig waren. Das Ganze bringt euch natürlich zum einen eine Zeitersparnis. Es werden keine manuellen Bitmodifier mehr eingestellt. Es müssen keine manuellen Bitmodifier mehr eingestellt werden. Und zum anderen auch eine stärkere Performance, weil natürlich der Smart Bidding Algorithmus dynamisch auf gut und schlecht performende Audiences bietet. Und ich möchte euch jetzt mal in 3 Schritten zeigen, wie ihr das optimale Audience-Setup für eure Flüssig-Kampagnen erstellen könnt. Schritt 1. Die Basis eines jeden Audience-Setups sind Remarketing-Listen. Und wir empfehlen euch, die Remarketing-Listen entlang eurer Webseitenstruktur anzulegen. Das könnte beispielsweise ganz oben mit allen Besuchern starten und zuletzt im Funnel kommt ihr unten mit den Käufern raus. Und da Smart Bidding ja automatisch berücksichtigt, wann ein Nutzer auf der Liste gelandet ist, sind auch keine 7, 14, 30 Tage Listen pro Schritt mehr notwendig, sondern ihr könnt eine lange Liste anlegen. Und das geht technisch bis 540 Tage. Außerdem empfehlen wir euch, keine Kategorieseitenlisten für jeden einzelnen Bereich eures Shops anzulegen, sondern wir empfehlen eigentlich nur eine Liste über alle Kategorien hinweg anzulegen. Denn für den relevanten Kontext werden vom Smart Bidding Algorithmus sowieso noch ganz viele weitere Signale berücksichtigt. Habt ihr einen Edge Case, wie beispielsweise die dedizierte Ansprache von Premium-Nutzern, könnt ihr natürlich die weiterhin dediziert auch über spezielle Audience-Listen ansprechen. Im 2. Schritt könnt ihr euch noch auf ähnliche Zielgruppen fokussieren. Die basieren auf den Remarketing-Listen, die ihr in Schritt 1 angelegt habt. Und eine klassische ähnliche Zielgruppe ist ähnlich zu Käufern, also die Ansprache von Nutzern, die ein ähnliches Suchverhalten wie eure bestehenden Käufer aus Schritt 1 vorweisen. Und auch da empfehlen wir euch, eigentlich die Listen entlang des gesamten Funnels, also basierend auf allen Remarketing-Listen, die ihr in Schritt 1 erstellt habt, in den ähnlichen Zielgruppen zu nutzen. Weil die werden sowieso automatisch im Google Ads Interface erstellt und können mit einem Klick eingeopt werden. Natürlich immer dann unter Berücksichtigung, dass weiter oben im Funnel höhere Kosten pro Conversion und weiter unten im Funnel niedrigere Kosten pro Conversion erwartet werden können. Zuletzt könnt ihr euch dann noch auf Google datenbasierte Audiences fokussieren und damit das Setup abrunden. Diese bringen wertvolle zusätzliche Informationen über den Nutzer. Und da könnt ihr zum einen euch Fakten eurer Zielgruppe anschauen über detaillierte demografische Merkmale. Diese basieren auf Fakten des Lebens, die über das Alter oder das Geschlecht eines Nutzers hinausgehen, wie beispielsweise der Familienstatus oder der Bildungsstand. Im nächsten Schritt könnt ihr euch auch Interessen und Gewohnheiten eurer Zielgruppe anschauen, über Zielgruppen mit gemeinsamen Interessen. Diese basieren auf einem gemeinsamen Verhalten, einer Leidenschaft, wie beispielsweise Sportfanatiker. Und zuletzt könnt ihr euch dann noch die Absichten und Intentionen eurer Zielgruppe über kaufbereite Zielgruppen anschauen. Und das sind Nutzer, die wirklich gerade vor einer konkreten Kaufentscheidung stehen. Sie sind also wortwörtlich im Markt für ein bestimmtes Produkt oder ein bestimmtes Segment. Und wie euch vielleicht schon aufgefallen ist, haben wir diese 3 verschiedenen Google-datenbasierten Audiences ein bisschen entlang des klassischen Käuferfunnels strukturiert. So ist es so, dass die detaillierten demografischen Merkmale und die Zielgruppen mit gemeinsamen Interessen so ein bisschen mehr in die Richtung Markenwahrnehmung gehen und die kaufbereiten Zielgruppen ein bisschen mehr in die eigentliche Intention eines Kaufes. Und so kommt das Ganze dann schon zusammen. Ihr habt eure 540 Tage Remarketing-Listen, darauf basierend die ähnlichen Zielgruppen
und ihr rundet das Ganze mit Google-datenbasierten Insights über die Audiences ab. Und wir empfehlen euch, das Audience-Listen-Setup auf Kampagnenebene einzubuchen für ein einfaches Listenmanagement. Das Leben ist zu kurz für Knäckebrot, sagt man so schön. Wir wollen uns auf die wesentlichen, auf die schönen Dinge im Leben konzentrieren. Und genauso wollen wir nicht mehr mit irrelevanten Werbemaßnahmen adressiert werden. Dafür sind wir im Alltag viel zu beschäftigt und haben eine viel zu kurze Aufmerksamkeitsspanne. Und deshalb wollen wir nun im nächsten Schritt uns auch mal anschauen, wie wir relevante Anzeigen im Holistic-Kampagnen-Setup erstellen können. Um das nochmal in den Kontext unseres Frameworks zu packen, wir haben nun die vollautomatisierte Geburtsstrategie erstellt, wir haben alle relevanten Nutzersignale über die Audience-Listen eingeoptet und schauen nun, wie wir sicherstellen können, dass auch unsere Anzeigen, die letztendlich dem Nutzer ausgespielt werden, relevant sind. Was wir uns dabei eigentlich mal vor Augen halten müssen, ist, dass jede und wirklich jede einzelne Suchanfrage einen anderen Kontext hat. Keines gleich. Deshalb möchte ich euch mal ein Praxisbeispiel zeigen mit Nina, Gregor und Rufus. Und alle drei suchen nach dem gleichen Suchbegriff. Und der ist Eis kaufen. Nina ist gerade im Sommerurlaub mit ihrer Familie in Lübeck. Sie sind zurück vom Travemünder Strand, sind wieder zurück in der Promenade der Innenstadt und suchen jetzt eine Eisbude mit gemütlichen Sitzmöglichkeiten, viel Auswahl in tollem Ambiente. Gregor ist gerade in der Mittagspause. Es ist ein besonders heißer Tag und er möchte sich noch ein schnelles Eis gönnen, bevor es zurück auf die Arbeit geht. Es muss also simpel sein, es muss schnell gehen oder es muss lecker schmecken. Und Rufus, naja, Rufus hat einfach nur tierisch Bock auf Hundeeis. Und ich glaube, hier wird recht schnell klar, dass wenn ihr eine hohe Relevanz für alle verschiedenen Kontexte eurer Suchanfragen abdecken wollt, dann braucht ihr eine Menge verschiedener Suchanzeigen, die ihr in eurer Holistic-Kampagne ausspielt. Und auch hier hilft Machine Learning mit Responsive Search Ads. Was ihr nämlich bis dato oder aus der Vergangenheit kennt, ist die Nutzung von statischen Ads, meistens über Expanded Text Ads, ETAs. Und was sie sind, ist eigentlich eine statische Verbindung zwischen Titeln und Beschreibungen, die in einer bestimmten Kombination zusammengefügt wurden und die auch nur in dieser Kombination ausgespielt werden konnten. Da hat sich nichts geändert. Und davon habt ihr vielleicht in einer Anzeigengruppe bis zu 5, 7, aber in der Regel im Durchschnitt 3 erstellt. Responsive Search Ads hingegen fokussieren sogenannte Assets. Das heißt, ihr kreiert einzelne Titel und einzelne Beschreibungen, die natürlich thematisch zu eurem Keyword-Setup, zu eurer Kampagne passen. Und mit Hilfe von Machine Learning werden diese Assets dann dynamisch in der Anzeigenerstellung kombiniert und so ausgespielt, dass sie natürlich eine möglichst hohe Relevanz zu dem Kontext der Suchanfrage haben. Und das Ganze funktioniert so. Ihr erstellt eure Assets, das sind 3 bis 15 Anzeigentitel. Wie immer im Machine Learning natürlich, je mehr Anzeigentitel ihr erstellt, desto besser. Und Machine Learning funktioniert am besten mit hoher Flexibilität und vielen Daten. Und dann erstellt ihr noch 2 bis 4 Beschreibungen. Und dann generiert das System verschiedene Anzeigenkombinationen und spielt die dynamisch zu dem richtigen Nutzer im richtigen Kontext aus, um so eine möglichst hohe Relevanz zu schaffen. Und ich glaube, was hier recht schnell klar wird, ist, dass ihr dadurch die Anzeigenerstellung stark skalieren könnt. Denn mit einer einzigen Responsive Search Ad ergeben sich Hunderte, wenn nicht Tausende verschiedene Anzeigenkombinationen, die ausgespielt werden können. Und die Nutzung von Responsive Search Ads hat 2 konkrete Vorteile. Das ist zum einen eine höhere Reichweite, weil was nämlich passiert ist, ihr habt diese ganz vielen verschiedenen Anzeigenkombinationen und schafft es jetzt mit eurer Holistic-Kampagne in mehr Auktionen rein, wo ihr sonst mit euren, sagen wir mal, 3 statischen Ads einfach durch eine fehlende Relevanz nicht reingekommen wärt. Das heißt, ihr habt eure Effizienz über, sagen wir mal, ein Ziel-CPA und zur gleichen Effizienz schafft ihr noch mehr Absätze. Und zum anderen schafft ihr das Ganze auch noch mit weniger manuellem Aufwand, weil um den gleichen Effekt mit statischen Ads erzielen zu können, hättet ihr Hunderte oder Tausende verschiedene Ads schreiben müssen. Ja?
und auch für die Erstellung von Audiences und den RSAs oder Anzeigenformaten in eurem Holistic Setup empfehlen wir euch, den Empfehlungsreiter im Google Ads Interface zu nutzen. Da werden euch individualisierte, personalisierte Empfehlungen bereits vorgestellt zum Opt-in von Audiences und auch zur Erstellung von Responsive Search Ads. Und mithilfe von Machine Learning werden die zum Teil sogar schon vorgeschrieben, die Anzeigen als Beispiel. Und so spart ihr natürlich ganz, ganz viel manuellen Arbeitsaufwand. Und damit zurück zu Dennis. Ja, das waren jetzt schon eine Menge Infos und Best Practices an dem Morgen. Und jetzt zoomen wir ein bisschen raus und gucken uns eben an, wie in dieser Machine Learning Welt mit einem Holistic Setup am besten eine Kontostruktur aussieht, die so simpel, aber effektiv ist wie Vanilleeis. Eine Sache würde ich gern vorwegnehmen. Wenn ihr auf Vollautomatisierung vollautomatisiertes Smart Bidding setzt, dann braucht ihr rein theoretisch eure Konten nicht umzustrukturieren, damit Smart Bidding funktioniert. Denn Smart Bidding funktioniert wirklich für jedes Konto, indem ihr, wie ich vorher schon gesagt habe, einfach auch auf Portfolioansätze setzt. Ja? Kontovereinfachung hat aber für euch den Vorteil, dass ihr eben eine bessere Übersicht bekommt, das Kampagnenmanagement leichter wird und ihr am Ende des Tages eben noch mehr Daten auf Kampagnenebene bündelt, um wirklich auch gute Aussagen darüber zu treffen, wie man mit dieser Kampagne weiter vorgehen sollte. Und ich habe jetzt hier drei Tipps für euch, wie ihr eben eure Kontostrukturen anpassen bzw. vereinfachen könnt. Der erste Tipp ist, ihr solltet weitestgehend eben Kampagnen zusammenführen. Ja, wenn ihr jetzt also noch Kampagnen habt, die nach Matchtype gesplittet sind, nach Device vielleicht, oder wenn ihr sogar noch separate LSA-Kampagnen habt, dann könnte es also in den meisten Fällen Sinn machen, dass ihr eben eher in diese Richtung geht, dass ihr dann wirklich in einer Kampagne alle Datenpunkte bzw. Signale für den Smart Bidder dann parat habt. Anders gesagt, der Smart Bidder performt hier genauso gut wie auf der linken Seite, bloß links ist für euch halt eben einfach mehr Aufwand wie auf der rechten Seite. Dann ganz wichtig und auch etwas, was wir mit Blue Summit gemacht haben, ich habe ja vorhin von dem Case gesprochen, stellt euer Targeting oder auch Keyword-Targeting weitestgehend breit auf. Ja, das heißt, setzt vermehrt auf Broadmatch, setzt vermehrt auf DSA, denn am Ende des Tages ist es für den Smart Bidding-Algorithmus vollkommen egal, was für ein Match-Type eingesetzt wird, denn der Smart Bidding-Algorithmus erkennt eben für jeden einzelnen Suchbegriff, das heißt also auch für eine Art Exact-Match, wie eben die Performance bzw. historische Performance aussieht und wie hoch oder eben nicht hoch geboten werden sollte. Dementsprechend könnt ihr wirklich auf Broad und DSA setzen und könnt mit der Zeit mehr und mehr weg von Exact Match kommen. Gleichzeitig sollte der Algorithmus natürlich aber auch sämtliche Signale da haben, um wirklich schlau zu sein und schlau handeln zu können, wie auch Simon gesagt hat. Und dementsprechend empfehlen wir natürlich weiterhin, Audiences holistisch einzusetzen bzw. zu implementieren. Wichtig, habe ich auch vorhin schon erwähnt, ist, wenn ihr wirklich möchtet, dass ihr das Maximum an Conversion-Volumen oder Umsatzvolumen aus eurer Kampagne rausholt, dann sollte die Effizienzsteuerung eben über den Zielwert sein und nicht über das Budget. Dementsprechend arbeitet entweder mit offenen Budgets in euren Kampagnen, wenn Target CPA oder Target ROAS im Einsatz ist, oder denkt darüber nach, ob es vielleicht Sinn machen könnte, über mehrere Kampagnen hinweg ein Shared Budget zu nutzen, damit der Smart Bidding Algorithmus dann noch mehr Flexibilität in dem angelegten Smart Bidding Portfolio hat. Volumen ist natürlich wichtig, aber auch Relevanz. Ja, der Nutzer, der in die Google-Suche geht, möchte natürlich eine relevante Anzeige von euch oder euren Kunden bekommen und dementsprechend solltet ihr auch beim Thema Struktur von Anzeigengruppen vielleicht weiterhin so arbeiten, wie ihr bisher gearbeitet habt. Ja, also überlegt euch, was ist eine gute Brücke von Keyword bzw. Targeting zu Anzeige, zu Landingpage und bleibt da weiterhin möglichst relevant. Das heißt also, innerhalb einer Kampagne könnt ihr euch relativ stark austoben. Allerdings würde ich, wie vorhin schon erwähnt, vor allem Kampagnen zusammenführen. Dann sollten die Kampagnen ein klares Ziel verfolgen. Kampagne 1 sollte das Ziel verfolgen, Impression Share oder Position. Kampagne 2 sollte vielleicht Conversions oder Umsatz als Ziel verfolgen. Denn vollautomatisiertes Smart Bidding ist halt immer zielbasiert. Und der letzte Punkt, wenn ihr eben seht, dass durch den Einsatz von Smart Bidding der Impression Share runtergeht, dann macht euch da keine Sorgen. Das ist genau die Philosophie oder die Idee von Smart Bidding. Wir versuchen halt wirklich dann auf die Impressions zu gehen, die eine hohe Kaufwahrscheinlichkeit haben oder wo wir sehen, dass der Nutzer wirklich viel wert ist und euch am Ende des Tages dann einfach mehr bedingt. So könnten am Ende des Tages dann eure Konten aussehen.
wenn ihr dann eben den Folistic-Ansatz wählt. Auf Kontoebene hättet ihr gewisse Features wie die Attribution und Skripte. Auf Kampagnenebene hättet ihr dann einfach vollautomatisiertes Smart Bidding an. Ihr hättet keine Gebotsanpassungen mehr. Ihr habt die optimierte Anzeigenrotation an. Ihr habt die wichtigsten Audience-Listen, wie Simon vorhin erwähnt hat, implementiert auf Beobachtung. Und jetzt wird spannend, auf Anzeigengruppenebene könnte es so aussehen, dass ihr dann sagt, die Match-Types, die ihr bisher in unterschiedlichen Kampagnen hattet, packen wir jetzt in unterschiedliche Anzeigengruppen, müsst ihr aber nicht. Ja, ihr könnt jetzt auch die unterschiedlichen Match-Types alle in eine Anzeigengruppe packen. Es hängt so ein bisschen davon ab, wie granular ihr auch mit eurer Anzeigenaussteuerung arbeiten möchtet. Ja, also wenn ihr möchtet, dass gewisse Anzeigen ausgeliefert werden zu bestimmten Suchbegriffen oder Keywords, dann kann eine Exact-Match-Anzeigengruppe natürlich weiterhin Sinn machen. Und ganz wichtig, weitestgehend auf DSA setzen, und das führt mich auch schon fast zu meiner letzten Folie, zum Thema dynamische Suchanzeigen. Wie sieht da eine gute Struktur aus? Also ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, einmal eine DSA-Catch-All-Kampagne anzulegen, wo ihr dann mit einem breiten DSA-Targeting arbeitet, wie zum Beispiel All-Web-Pages oder Landing-Pages from Standard Ad-Groups, wo wir eben die Landing-Pages aller Ad-Groups in eurem Konto dann eben oder auf Basis eurer URL oder Domain eben nehmen. Und wenn ihr noch ein bisschen spezifischer targeten und auch Anzeigen ausliefern möchtet, dann könntet ihr mit einem Targeting wie Kategorie oder URL ist arbeiten. So, ich schaue jetzt gerade mal nach hinten, ob wir schon soweit sind. Wir haben euch jetzt ganz viel mit Bildern von leckerem Eis gequält. Und wir haben zumindest geplant, euch auch ein bisschen Eis zu geben. Das Ganze ist sogar nachhaltig und laktosefrei und vegan und so weiter. Also ich glaube, jeder kann hier was bekommen. Ja? Und ja, ich sehe auch schon das Eis, das wird gleich verteilt. Wir machen jetzt 3 bis 5 Minuten Pause. Und danach kommen wir zum i-Tüpfelchen des Ganzen, nämlich wie wir Smart Bidding noch smarter mit Unternehmensdaten dann machen können. Vielen Dank. Nur für dich. Rot. Braucht ihr noch mehr in der Reihe oder? Ich glaube hier noch.
Ich hoffe, das Eis schmeckt. Ich würde euch bitten, die Kopfhörer wieder aufzuziehen. Wir machen direkt weiter. Okay, wem hat das Eis geschmeckt? Vielleicht mal kurz, oder schmeckt es noch? Vielleicht kurz die Hand hoch. Ja. Sehr gut. Wer hat seine Lieblingssorte bekommen? Ja, das ist gar keine so schlechte Trefferquote. Falls das jemand nochmal nachkaufen möchte, das Eis heißt Puro oder ist ein Startup, nachhaltiges Eis. Ja, vielleicht habt ihr jetzt in der Zwischenzeit, in der kurzen Pause, mal den Content so des ersten Teils Revue passieren lassen und habt euch so überlegt, ja, das klingt ja alles ganz spannend, so Automatisierung, wir können das Konto vereinfachen, das alles läuft viel dynamischer und viel, viel weniger Regeln. Ja. Und vielleicht ist euch da auch der Gedanke gekommen, ja, Moment mal, möglicherweise verändert sich ja so ein bisschen der Fokus meiner Arbeit als Marketingmanager oder SEA-Manager heute. Und genau darum soll es jetzt im zweiten Teil gehen. Also wenn es nicht mehr darum geht, die Gebote festzulegen oder komplizierte Regeln in den Account entsprechend zu überführen, in die Accountstruktur zu überführen, stellt sich eigentlich die Frage, auf was fokussieren wir uns? Und das sind Ziele und Daten oder die Schokolade auf unserem Eis. Schokolade fragt nicht, Schokolade versteht. Und damit der Algorithmus verstehen kann, in welche Richtung ihr optimieren wollt, ist es natürlich unheimlich wichtig, dass ihr die richtigen Ziele definiert und gleichzeitig die richtigen Daten für den Algorithmus zur Verfügung stellt. Kurzes Recap nochmal zum Thema Machine Learning. Wir haben gesagt, es skaliert da, wo Regeln eben nicht mehr skalieren, ermöglicht Millionen von individuellen Entscheidungen in Echtzeit und lernt von Beispielen und Daten. Und diese Datenbeispiele stellt ihr natürlich zur Verfügung. Schauen wir das uns gleich nochmal in einem Setup genauer an. Ein wichtiger Punkt ist, Machine Learning, das Modell kann noch so gut sein, wenn ihr die falschen Daten reingebt oder das falsche Ziel definiert, kann das natürlich für euch nicht so funktionieren, wie ihr euch das vorstellt. Nehmen wir mal euer Holistic Setup. Nehmen wir an, das habt ihr jetzt implementiert. Das heißt, ihr habt eine vollautomatisierte Gebotsstrategie mit Smart Bidding, Target ROAS zum Beispiel. Ihr habt alle relevanten Anzeigen, ihr habt das Konto vereinfacht. Dann stellen wir auf der linken Seite eine Reihe von Informationen und Daten bereits zur Verfügung. Das haben wir gesehen. Wir haben die Kontextsignale, wir haben eine Reihe von exklusiven Google-Signalen, hat der Dennis gezeigt. Aber ein wesentlicher Punkt, auf den sind wir gar nicht so sehr eingegangen, vielleicht ein bisschen im Bereich Audience, sind die Daten, die ihr einfließen lasst. Das sind eure Verkaufsdaten in Form der Conversions und das sind eure Kundendaten in Form der Remarketing-Listen oder Audiences. Da macht ihr den Unterschied. Der Rest steht im Grunde genommen jedem Advertiser genauso zur Verfügung. Aber das ist da, wo ihr den Unterschied macht. Und wenn wir zurückdenken an das Katzen- und Hunde-Beispiel, ihr erinnert euch vielleicht, ich habe von Labels und Features gesprochen. Labels, das, was der Algorithmus vorhersagen soll, das sind in dem Fall die Conversions. Wird der Klick erfolgreich sein? Ja oder nein? Und wie erfolgreich? Und die Kundendaten, also zusätzliche Signale, die ihr über Remarketing-Listen mitgebt oder die ihr über Integration eurer CRM-Daten mitgeben könnt, das sind zusätzliche Features, Informationen, auf Basis der Algorithmus noch bessere Ergebnisse liefern kann. Und auf der anderen Seite ist es unheimlich wichtig, dass ihr euch damit auseinandersetzt, was ist eigentlich euer primäres Ziel? Und da stellen wir fest, die Frage ist häufig gar nicht so eindeutig beantwortet. Da gibt es unterschiedliche Ansichten. Ist es denn die Maximierung von Leads? Geht es um Transaktionen oder Umsatz? Oder vielleicht doch eher um den Profit? Oder habt ihr vielleicht eine vorausschauende Metrik wie den Lifetime Value im Blick? Worauf wollt ihr eigentlich maximieren? Ja. Und darum soll es so ein Stück weit gehen. Was wir empfehlen, und das sehen wir in der Realität tatsächlich relativ selten, ist, dass das verknüpft ist. Die Ziele sollten idealerweise mit dem verknüpft sein, was ihr als Daten reingibt, nämlich den Conversions. Wenn das nicht so ist, dann schauen wir uns mal an, was passiert. Mal angenommen, ihr messt Conversions auf der Website, vielleicht sogar ohne Wert. Das soll es tatsächlich noch geben. Wollt aber eigentlich auf Profit steuern, dann habt ihr unterschiedliche Metriken, die nicht zusammenpassen. Das heißt, ihr maximiert die Anzahl der Bestellungen, aber was ihr eigentlich maximieren wollt, ist der Profit. Und wie könnt ihr das Ganze erreichen? Im Kampagnenmanagement, in der Steuerung, nur über das Bilden von Durchschnitten. Simplen Dreisätzen. Ja, das ist das, was wir vorhin, oder was Rehm da vorhin mit dem extreme Durchschnittsbildung gemeint hat. Das heißt, ihr bildet einen Durchschnitt und geht davon aus, dass eine bestimmte Anzahl von Conversions zu einem bestimmten Profit führt. Dann berechnet ihr diesen Durchschnitt und wendet den auf das Ziel an. Und das wirkt sich wie folgt aus. Ihr habt 5 Kunden, die unterschiedlichen Wert für euch haben.
Das heißt, der Kunde A ist am meisten wert, der Kunde E am wenigsten. Und was ihr jetzt macht, ist dieses durchschnittliche Ziel nehmen als CPA oder ROAS-Wert und ihr legt das über alle Kunden drüber. Und was jetzt passiert ist, ihr verliert an der Stelle bei den Kunden, die mehr wert sind, das realisiert er nicht, weil er nicht hoch genug bietet, weil er nicht genügend Budget zur Verfügung stellt, weil er ein Ziel hat, was nicht passt. Und er überinvestiert aber auch gleichzeitig noch auf den Kunden, die weniger wert sind. Ja, und das können wir nur dadurch verhindern, indem wir die Daten, die ihr reingibt, oder die Conversion, mit den Zielen, die ihr tatsächlich habt, möglichst genau verknüpfen. Ja, so sollte das da aussehen. Das heißt, wenn ihr auf Profit steuert, gebt ihr idealerweise dem Algorithmus, dem Machine Learning, auch euer Profit mit. Darauf soll er maximieren. Dann sieht das Ganze so aus. Und ihr nehmt wirklich den kompletten Kundenwert mit und könnt doch sicher sein, dass ihr auf den Kunden, die für euch weniger wert sind, die weniger profitabel sind, entsprechend nicht überinvestiert. Eine Möglichkeit, das zu machen, ist der Conversion Import. Das heißt, ihr könnt Profitwerte in Google Ads oder auch in Search Ads 360 importieren. Das läuft dann nicht mehr über das Tag, über das Conversion Tag, was ihr einbaut, sondern tatsächlich über einen technischen Import. Schauen wir uns mal ein Beispiel an. Ein Nutzer klickt auf eine Anzeige, besucht eure Webseite und führt dann eine Bestellung aus. Was ihr jetzt als Conversion misst, ist entweder eine Micro-Conversion, eine Transaktion, vielleicht sogar der Bruttoumsatz. Das kann über das Tag einfach mitgegeben werden. In vielen Geschäftsmodellen, fast in allen, ist der Prozess an der Stelle aber nicht beendet. Das heißt, er geht noch weiter. Ihr habt vielleicht eine nachgelagerte Attribution, ihr habt eine Validierung, der Profit wird erst noch berechnet. Das passiert aber nicht mehr auf der Webseite, sondern in einem nachgelagerten System. Und dort sind eigentlich die spannenden KPIs, auf die ihr auch in eurem Reporting schaut. Ja, da ist der Nettoumsatz, der Profit, der Bedeckungsbeitrag, die qualifizierte Transaktion, die um Retouren bereinigt ist, die um Abbrüche bereinigt ist und so weiter und so fort. Und die meisten messen tatsächlich noch die Bestellungen, weil die einfach einfacher zu erfassen sind. Ja, alles, was auf der Webseite passiert, kann ich über einen Tag ganz einfach erfassen. Alles, was außerhalb der Webseite passiert, ist schwerer zu erfassen, zu integrieren. Aber so schwer ist es dann wiederum doch nicht. Ist mit dem Conversion Import relativ einfach machbar. Schauen wir uns mal an, wie das funktioniert. Wir haben den gleichen Ablauf, den der Nutzer geht. Und es wird ein klein bisschen technischer jetzt. Bei dem Conversion Import brauchen wir einen Identifier, einen Match Key, wo wir den Anzeigenklick quasi mit dem Profit nachher in Verbindung bringen können. Und das ist die sogenannte Google Click ID. Jedes Mal, wenn der Nutzer auf eine Google-Anzeige klickt, wird eine ID erzeugt und die wird als URL-Parameter angehängt und die kann man auf der Zielseite erfassen und wegspeichern. Und dann kann man im zweiten Schritt diese GCL-ID gemeinsam mit der Transaktion, mit der Bestellung, mit dem Lead an ein CRM-System übergeben oder ein auch wie auch immer gelagertes Attributionssystem oder auch was immer dann im Backend verfügbar ist. Diese GCL-ID würde man dann attribuieren, mit dem Profitwert verknüpfen und als Schlüssel verwenden, um mit Hilfe dieser Google-Click-ID diesen Wert zurück zu importieren an Google Ads. Und dort kann man den genauso als Conversion-Wert verwenden, wie ein Conversion-Wert über ein Tag erfasst wurde und dann entsprechend per Target ROAS darauf bieten. Das heißt, man kann die KPIs, die für einen wirklich in der Steuerung eine Rolle spielen, importieren und das Machine Learning Modell tatsächlich auf den Profit trainieren und eben nicht nur auf den Umsatz. Und wie das Ganze in der Realität funktioniert, zeigt euch jetzt der Alex von Otto. Ja, moin, ich bin Alex, Senior Marketing Manager bei Otto. Bei uns beschäftigen sich knapp 20 Mitarbeiter mit dem Thema Paid Search. Wir haben jede Menge Kampagnen noch nicht Best Practice. Und wir attribuieren tatsächlich schon voll dynamisch, auch schon seit mehreren Jahren, seit fast 3,5, 4 Jahren, steuern auf einen Ergebniswert, einen Renditewert. Also relativ marktunüblich und das hatte bei uns zur Folge, dass wir auch schon damals einfach nicht auf Markttools zurückgreifen konnten. Wir haben damals angefangen, unseren eigenen Bidder zu entwickeln, aber natürlich auch und sofort mit Google an einen Tisch gesetzt und haben versucht, das, was gerade Bernd beschrieben hat, zu implementieren. Haben dann sehr schnell gemerkt, durch unser eigenes Attributionsmodell, aber auch durch die Tiefe unserer Daten, das passt nicht ganz zu den Google Ads Conversion zu der Zeit und haben halt versucht, gemeinsam eine gute Zielgröße zu finden. Haben dann gemerkt, dass wir zusammen mit der BI, aber auch mit unseren Kollegen aus den anderen Abteilungen, Retargeting, Display, einfach eine bessere Zielgröße finden müssen und haben die dann auch relativ schnell gefunden. Und zwar war die Lösung
hier eine Größe zu importieren, die bei uns der eBMI ist. Das ist quasi das Ergebnis, bevor wir die Marketingkosten abziehen. Und haben die über den Fraction Conversion importiert und lassen seitdem eigentlich die Conversion-Daten, hier den Target ROAS auf diesen Conversion-Daten optimieren. Genau, und haben seitdem auch das ganze Thema dann ausgerollt. Und das sind tatsächlich dann die Ergebnisse aus dieser Case, die ist aus dem letzten Sommer. Da haben wir in dem Bereich Baumarkt getestet, für uns ein sehr schwieriges Sortiment. Wir haben dort einen Conversion Day von 21 bis 26 Tagen. Man sieht aber tatsächlich, dass die Ergebnisse sehr, sehr gut waren. Wir haben über 40% mehr Bestellungen und einen höheren Profit erwirtschaftet und haben tatsächlich eine höhere Conversion Rate erreicht. Wie haben wir das Ganze getestet? Wir haben ein Draft Experience gemacht, erstellt und haben gegen unsere eigenen regelbasierte Steuerung, also vollautomatisierte Regelsteuerung getestet. Wir entwickeln aber auch gleichzeitig unseren eigenen Bidder in diesem Fall. Aber hier, das ist jetzt tatsächlich Target ROAS, Smart Bidding versus eigene Entwicklung. Genau. Kommen wir zu den Ergebnissen dahinter. Was ist unser Fazit aus dem Ganzen? Tatsächlich sind wir mit den Otto-Daten, die wir selber attribuieren, die wir selber importieren jeden Tag und dem Smart Bidding, das war schon sehr, sehr erfolgreich. Was aber ein Stück weit passiert, es verändert sich so ein bisschen die eigene Arbeit. Bernd hatte das schon beschrieben. Man geht, egal ob man einen eigenen Bidder hat oder ob ein Smart Bidding, man verlässt so ein bisschen so eine Kontrollzone und arbeitet viel stärker mit Datenanalyse, mit Daten selbst. Setzt sich viel stärker mit Technologien auseinander. Und das ist so ein bisschen, der Fokus verändert sich ein Stück bei der eigenen Arbeit. Genau. Was wir auch empfehlen können, ist tatsächlich, wir arbeiten jetzt auch schon seit 3 Jahren in einem Team, gemeinsam mit der BI. Der PO sitzt auch hier, sehe ich gerade. Das ist absolut wichtig bei diesem ganzen Thema Datenimport. Welche Daten möchte ich denn eigentlich importieren? Für uns war es eine große Hilfe, da zusammen mit Retargeting und Display und uns auch mit unseren PLA-Kollegen an einen Tisch zu setzen, um da wirklich die richtige Kerngröße auch zu importieren. Genau, und insgesamt ist es halt so, dass bei uns, wir haben eine relativ komplexe Steuerung mit sehr differenzierten Zielen, dass bei uns halt eher eine Kombination aus allen ist. Also Smart Bidding hat sicherlich seinen Platz, aber wir haben unterschiedlichste Ansätze von Lösungen. Genau. Und dann übergebe ich auch schon wieder an Reden da. Vielen Dank. Vielen Dank, Alex. Ja, vielen Dank für den spannenden Case. Alex und Bernd haben euch jetzt ganz viel erzählt, wie man Sales-Daten, also Conversions, integrieren kann und darauf eben Machine Learning steuern kann. Ja, in einem ersten Schritt würde man wahrscheinlich mit einfachen Conversions arbeiten, in einem nächsten Schritt würde man Umsatzwerte integrieren in ein Google Ads-Konto und darauf Machine Learning machen. In einem dritten Schritt würde man, so wie Otto oder Alex, Profitwerte importieren, also mit validierten oder qualifizierten Werten arbeiten. Dazu würde auch sowas gehören wie Netto-Conversions importieren oder Conversions ohne Retouren importieren. Genau, das wäre der dritte Schritt. Und der vierte Schritt wäre unserer Ansicht nach mit prognostizierten Werten zu arbeiten. Also nicht nur den aktuellen Wert eines Kunden zu berücksichtigen, sondern auch seinen zukünftigen Wert, den er für mein Unternehmen haben wird. Und ein Beispiel dafür ist Lifetime Value. Nun kann man aber nicht nur Conversion-Werte und Conversion-Daten nutzen für das Machine Learning, sondern, wie Simon auch schon ausgeführt hat, auch Audience-Daten nutzen kann. Da würde man wahrscheinlich im ersten Schritt, wie Simon das auch schon beschrieben hat, Google Audiences benutzen, wie zum Beispiel detaillierte Demografien oder In-Market Audiences. Im nächsten Schritt würde man Full Funnel seine Website abdecken mit Remarketing-Tags, um beispielsweise alle Website-Besucher anzusprechen oder auch Warenkorbabbrecher unterschiedlich anzusprechen.
Und im nächsten Schritt kann man aber etwas machen, was dann ein bisschen herausfordernder wird, nämlich CRM-Segmente zu integrieren. Also alles, was man über seine Kunden weiß in seinem eigenen Data Warehouse oder CRM-System, das kann man eben auch in Google Ads benutzen, um darauf Kampagnen auszusteuern. Und die vierte Möglichkeit oder der vierte Schritt, den man gehen könnte, wäre auch im Bereich Audiences mit Lifetime Values zu arbeiten. Also mit einer Bewertung der Kunden, die man schon hat und diese Bewertung eben auf Basis dieser Bewertung Segmente von den eigenen Kunden zu erstellen. Genau, das möchte ich euch gerne einmal an einem Beispiel erzählen. Ellen kauft Vanille und Aprikose-Eis für 3 Euro und Ben kauft Vanille mit Sahne für 2 Euro. Das heißt, beide User haben unterschiedliche Produkte gekauft und zu einem unterschiedlichen Wert. Ja. Wahrscheinlich kennt ihr das auch aus eurem eigenen Kundenstamm. In der Regel ist es so, dass 20% der Kunden für 80% des Umsatzes verantwortlich sind. Und wenn man das vielleicht einmal analysiert hat, dann kommt man relativ schnell auf die Idee, diese Kunden, diese 20% eben auch verstärkt anzusprechen und womöglich mit ihnen sehr viel mehr Umsatz noch zu machen. Das ist möglich mit dem Lifetime Value. Nun gibt es zwei verschiedene Arten von Lifetime Value, wie man den berechnen kann. Es gibt einmal die Möglichkeit, einen historischen Lifetime Value zu berechnen. Da guckt man sich an, was war die letzte Aktivität meines Kunden, hat er wiederholte Käufe getätigt und zu welchem monetären Wert. Oder auf Englisch, sagen wir RFM-Model, Recency, Frequency und Monetary Value. Ja, das würde bei einem historischen Lifetime-Value berücksichtigt werden. Genauso würde das berücksichtigt werden bei einem probabilistischen Lifetime-Value. Der ist allerdings auf die Zukunft bezogen. Da würde man vorher berechnen, wie aktiv wahrscheinlich mein Kunde sein wird, wie oft er kaufen wird und zu welchem Wert. Also das heißt, mit Lifetime Value lässt sich bestimmen, wer wie viel, wie oft und zu welchem Wert Eis kaufen wird. Genau, das heißt, diese drei Werte, über die ich gerade gesprochen habe, Lifetime Value, der Kaufwert und aber auch die Produktabdeckung in meinem Kundenstamm, lassen sich als Ziele eben auch wiederum in den Daten-Input reinbringen, um darauf Kampagnen zu steuern und auch das Machine Learning zu füttern oder eben spezielle Kampagnen mit Audiences auszustatten, um diese speziellen User zu targeten. Wie man das macht, wie man beispielsweise CRM-Segmente von Audiences basierend auf bestimmten Kundenwerten erstellen kann, möchte ich euch einmal an einem Beispiel zeigen. Wir haben also wieder Ben und Ellen, die klicken auf eine Anzeige, weil sie nach Eis suchen und Ben kauft Vanilleeis online, ja? Und Ellen kauft Aprikoseneis offline in einem Shop. In einem Eisladen. Und diese Datenpunkte, dass Ellen und Ben ein bestimmtes Produkt gekauft haben und wo sie das gekauft haben, kommen ja üblicherweise in ein Data Warehouse oder in eine CRM-Datenbank und können dort eben auch bewertet werden. Also man kann auf dieser Basis eben einen Lifetime Value ausrechnen oder einen anderen Wert, mit dem man seine Kunden bewertet. Und kann danach seine Audiences segmentieren. Also alle User, alle Kunden, die einen Top Lifetime Value haben, kommen in ein Segment rein. Und dieses Segment kann man über Customer Match in Google Ads als Audience-Listen hochladen und dann darauf Targeting machen oder User ausschließen, Kunden ausschließen von den Kampagnen.
Das heißt, über Customer Match kommen die Audience-Listen in Google Ads rein und können auch in SA360 beispielsweise landen. Und dann kann man die Nutzer mit unterschiedlichen Geboten, mit unterschiedlichen Anzeigen und mit unterschiedlichen Angeboten ansprechen. Wer von euch hat schon mal von Customer Match gehört? Ah, wow, das sind 20%, würde ich sagen. Ich erkläre nochmal einmal, was das ist, was man damit machen kann. Mit Customer Match kann man Audiences erstellen für Google Ads, für die Suche und für Search Ads 360. Auch dort können sie genutzt werden. Sie können fürs Targeting auf YouTube genutzt werden und auch für TrueView-Kampagnen in Display und Video 360. Und sie können auch für Gmail genutzt werden, um Nutzer dort anzusprechen oder auszuschließen. Wie funktioniert Customer Match? Ich habe ja schon gesagt, dass man auch Offline-Nutzer mit Customer Match ansprechen kann, die beispielsweise in einem Eisladen etwas gekauft haben. Das heißt, die Nutzer müssen nicht auf eurer Webseite gewesen sein, wie bei dem normalen Retargeting, sondern ihr könnt damit arbeiten, dass ihr Adressdaten hochladet in Google Ads. Und das können postalische Adressen sein, das können E-Mail-Adressen sein, das können Telefonnummern sein. Genau, die können benutzt werden zum Hochladen. Ja, und dann matchen wir auf unserer Seite diese Adressdaten mit Google-Konten. Ja, das heißt, wir haben ja auch eingeloggte Nutzer auf unserer Seite in Google-Konten und haben dort eben auch Adressdaten, die wir dann mit euren Daten matchen können, sodass wir eure Daten wieder löschen können und dann mit Audience-Listen, die wir auf diesem Match erstellt haben, weiterarbeiten können. Das heißt, ihr habt dann eine Audience-Liste, die auf diesem Match basiert und könnt dann User targeten oder User ausschließen mit Hilfe dieser Audience-Listen. Und was wir zusätzlich machen, ist Similar Audiences zu erstellen. Die hat Simon schon erwähnt. Das sind statistische Zwillinge für eure Audience-Listen, die ihr über Customer Match erstellt habt. Das heißt, wenn ihr beispielsweise eure werthaltigsten Kunden hochladet in Google Ads, dann würden wir ähnliche Nutzer finden, die sich ähnlich verhalten wie eure werthaltigsten Kunden. Das kann eben auch eine sehr spannende Zielgruppe sein. Ja, fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Wir haben damit gestartet, dass wir unsere Masterclass ein bisschen umbenannt haben, einmal mit alles bitte. Was bedeutet das eigentlich? Wir haben über Automatisierung gesprochen, über Nutzung von Google-Daten und Signalen, über eure Daten, die man nutzen kann. Also was wollen wir mit einmal mit alles bitte? Wir wollen eigentlich, dass ihr bedeutende User-Momente findet durch Automatisierung eurer Daten, Googles Daten und den Kontext des Users. Wie bekommt ihr das Eis nun in die Tüte? Simon, Dennis und Bernd haben schon ganz viele Tipps gegeben. Die nächsten Schritte oder die Key Takeaways lassen sich, glaube ich, einmal ganz gut zusammenfassen. Nutzt das Potenzial von Fullistic, setzt vor allen Dingen auf Vollautomatisierung des Biddings. Das wird euch wirklich sehr viel Umsatz, zusätzlichen Umsatz bringen. Und fokussiert euch mehr auf eure Daten und Ziele als Input für das Smart Bidding. Und das kann man eben einerseits machen über Conversion-Ziele, indem ihr die Conversions eben an eure Verkaufsziele auch anpasst. Und das kann man andererseits machen, indem man Kundendaten als Audiences integriert in eure Suchkampagnen. Wir würden euch gerne aufrufen, Eissortentester zu werden, also ganz viel zu testen und ganz viel auszuprobieren. Und wie Alex schon gesagt hat, es hilft, wenn man in unterschiedlichen Abteilungen, abteilungsübergreifend zusammenarbeitet, vielleicht in einem agilen Team, beispielsweise zwischen BI, zwischen IT und Marketing, ist, glaube ich, eine gute Idee, verstärkt zusammenzuarbeiten, wenn man mit solchen Tests beginnt, stärker ins Machine Learning reinzugehen und stärker in die Daten, in die eigene Datennutzung reinzugehen.
Ja, ein paar Anregungen für Tests wird euch vielleicht auch unser Newsletter geben, den wir hier nochmal verlinkt haben. Und als nächstes bleibt mir nur zu sagen, Füße hoch, darüber nachdenken, was kann ich strategischer machen, wie kann ich meine Daten mehr nutzen und Maschinen an. Und hier findet ihr nochmal den QR-Code für Feedback und Präsentation. Und wir stehen jetzt noch zur Verfügung für ein Q&A. Auch Alex, glaube ich, steht zur Verfügung. Danke. Ja, es gibt, glaube ich, ein Mikro. Einen Moment. Hier gibt es eine Frage, Kevin. Danke dir. Danke für die super Vorträge. Eine Frage, ihr hattet das ja vorhin zu kurz erwähnt, aber gibt es wirklich tatsächlich keine Kampagnengrößenuntergrenze, um Smart Bidding und die Automatisierung einzusetzen, die ihr beschrieben habt? Weil ich meine, wenn alles darauf fußt, dass der Algorithmus Daten braucht, um zu lernen, wie kann das gehen? Kann man mich hören? Gut, super. Ja, sehr gute Frage. Also ich hatte da als Bidding-Strategie Target CPA erwähnt, wo wir jetzt eben sagen, ihr könnt ab der ersten Conversion loslaufen mit Target CPA. Und das macht vor allem dann Sinn, wenn ihr halt vorher schon mal Target CPA getestet habt und erfolgreiche Ergebnisse gesehen habt. Und natürlich braucht man jetzt bei sehr wenig Volumen auch nicht zu große Sprünge erwarten. Ja? Also wenn du jetzt Stand heute im Monat 3 Conversions generierst, dann ist, glaube ich, der Mehrwert von Target CPA vor allem Zeitersparnis. Ja, dass du es einfach laufen lässt und sagst, das ist mein Zielwert und wir werden dann auf monatlicher Basis entweder 3 oder 4 oder 2, je nachdem, wie viele Conversions generieren. Und deswegen halt auch, also es funktioniert, aber B, wenn es noch besser funktionieren soll insgesamt, sollte man halt noch die Daten, die man in anderen Kampagnen hat, halt auch nutzen, indem man dem Bidding noch mehr Flexibilität gibt über ein Portfolio. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, das ist jetzt Target CPA, Target ROAS, da haben wir tatsächlich noch eine technische Mindestvoraussetzung von 15 Conversions pro Kampagne in den letzten 30 Tagen. Da ist natürlich für den Algorithmus noch ein härterer Job ist, vorauszuschauen, wie hoch der Warenkorbwert sein wird, versus wie bei Target CPA, wird ein Kauf stattfinden, ja oder nein. Genau, und da kannst du halt auch, wie gesagt, wieder über diesen Portfolioansatz wunderbar arbeiten und sagen, okay, ich packe hier mehrere Kampagnen, die vielleicht jeweils 10, 20 oder 20 Conversions haben in ein Portfolio und komme dann vielleicht dann auf 50 Conversions in dem Portfolio. Und das wäre natürlich eine Mindestgröße, die wir empfehlen würden, um möglichst schnell auch wirklich klare Ergebnisse zu sehen. Also dementsprechend gebe ich dir recht, aber wir arbeiten halt stark daran, dass man auch mit wirklich wenig Daten vollautomatisieren kann und auch Stand heute auf Vollautomatisierung setzen kann. Erstmal vielen Dank für die tolle Präsentation. Ich habe eine Frage zum Conversion Import, also zum Profit Import. Wie macht ihr das technisch? Also zum Beispiel auch Otto, macht ihr das einen Tag später oder macht ihr das Realtime? Weil bei Performance-Kampagnen muss man darauf achten, dass ja sofort der Profit-Wert zurückgespielt wird. Kann das per API gemacht werden oder wird das per Noel wirklich angestoßen oder per Cronjob? Wie funktioniert das technisch, die Profit-Werte zu importieren? Ich kann die Frage nehmen. Vielen Dank für die Frage. Spannender Punkt. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt eine Möglichkeit, das Ganze über CSV hochzuladen. Also eine CSV-Schnittstelle legt man auf einem FTP-Server ab und wir rufen das ab. Das kann täglich passieren, das kann stündlich passieren, je nachdem, wie schnell man die Daten zur Verfügung hat. Und das funktioniert auch über die API. Das heißt, wenn man technisch ein bisschen versierter ist, kann man das über die API entsprechend mitteilen. Genau. Und was das Delay angeht, das hängt natürlich so ein Stück weit vom Geschäftsmodell ab. Es gibt ein paar wenige Geschäftsmodelle, wo es wichtig ist, dass die Conversion innerhalb von 10 Minuten oder von einer halben Stunde tatsächlich im System zur Verfügung steht. Meistens reicht es, wenn das täglich passiert. Also für, ich würde sagen, 95, vielleicht sogar 99% aller Geschäftsmodelle reicht ein täglicher Upload, weil wir die Conversion immer auf den Tag des Klicks, also auf den Klick zurück in das System importieren und darauf das Modell aufgebaut wird.
Beantwortet das die Frage? Super. Moin. Vielen Dank für die tolle Präsentation erstmal. Ich hätte da zwei Fragen. Und zwar die erste ist, wie sieht das eigentlich aus mit Google Analytics Audiences? Funktionieren die genauso gut mit Smart Bidding? Ja, sehr gut. Also es ist die Quelle des Ganzen ist erstmal egal. Also du, was wichtig ist, ist natürlich eben ein gutes Volumen da ist und dass natürlich auch relevante Daten für dich sind. Aber ob Google Ads oder Analytics Listen, ist egal. Alles klar, super, vielen Dank. Und die zweite Frage war, ihr hattet gesagt, dass man nur 540 Tagelisten anlegen soll. So, wenn ich nun ein Lead-Modell habe und die Time-to-Conversion ist zum Beispiel bei einem Tag und ich weiß, dass jeder nur einmal konvertiert und ich habe 92% der User, die wirklich am ersten Tag konvertieren, lohnt es sich dann wirklich, 540 Tagelisten anzulegen oder habe ich dann vielleicht ein schnelleres Learning, wenn ich genau weiß, okay, Ein-Tag-Listen sind halt für mich die wertvollsten? Oder wie sieht es aus mit Nesting zum Beispiel, wenn ich ich sag mal, einen tieferen Funnel von einem höheren Funnel ausschließe und ähnliche Sachen? Also da hätte ich doch eigentlich ein schnelleres Learning dadurch erreicht. Soll ich? Ja. Das ist eine sehr gute Frage. Also aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht empfehlen wir so ein bisschen auf jeden Fall das Basic Setup auf 540 Tage anzulegen. Ne? Und du hast jetzt zwei verschiedene Use Cases genannt. Und das sind ja vielleicht Use Cases, die du nochmal in besonderen Kampagnen oder in dedizierteren Situationen nutzen möchtest, um bestimmte Zielgruppen anzusprechen oder wie du gerade gesagt hast, um bestimmte Zielgruppen auszuschließen, die nochmal mit einer anderen Zielgruppe zusammenhängen. Das kann weiterhin natürlich auch so implementiert werden. Die Empfehlung mit dem 540-Tage-Setup sollte aber die Basis eines jedes Holistic-Kampagnen-Setups sein. Okay, alles klar. Das? Ja, super. Also. Dankeschön. Hallo, ich hätte noch eine Frage zu dem Thema Broadmatch, das ja generell empfohlen wird. Würdet ihr trotzdem mit Negativ-Keywords oder mit Engrammen trotzdem die großen Budgetverbrenner immer mal wieder mal rausfiltern oder einfach alles durchlaufen lassen nach dem Motto, Google wird es schon irgendwann erkennen? Ja, sehr gute Frage. Also in Theorie sollte ein Algorithmus eben erkennen, welche Suchbegriffe hinter dem Broadmatch-Keyword eben wie performen und dementsprechend halt hoch oder runter bieten. Dementsprechend brauchst du eigentlich keine Negative Keywords. Ja? Wenn es rein um Performance geht oder Performance-Unterschiede zwischen unterschiedlichen Suchbegriffen oder Keywords. Wenn es jetzt um vielleicht so Brand Safety geht und ihr möchtet sicherstellen, dass ihr auf gar keinen Fall auf bestimmten Suchbegriffen ausgeliefert werdet, dann machen negative Keywords natürlich auf jeden Fall Sinn. Ich würde generell den Ansatz empfehlen, dass man immer breit startet, auch mit dem Holistic-Ansatz, weitestgehend eben broad geht, vielleicht auch auf Negatives verzichtet. Und wenn ihr dann nach einem vernünftigen Test, also nach 4 bis 6 Wochen vielleicht, eben feststellt, der Algorithmus scheint hier und da den und den Suchbegriff dann doch vielleicht nicht rauszufiltern und nicht zu verstehen, dass es für uns nicht performt, dann kann man das natürlich machen. Aber ich würde dann, wie gesagt, wirklich breit anfangen und später vielleicht noch ein bisschen nachjustieren und nachoptimieren. Aber ich hoffe, dass es eigentlich nicht notwendig ist. Ja, ich würde gerne noch eine Frage stellen. Und zwar hattet ihr ja die Custom Matches vorhin erwähnt. Das fand ich auch ziemlich cool als Werkzeug. Ich brauche ja eigentlich, wenn ich meine Kundendaten importiere, brauche ich ja deren Zustimmung nach DSGVO. Aber wenn ich jetzt eine Similar Audience da auf der Basis bilde, habe ich ja deren Zustimmung nicht. Wie verhält sich das? Also kann ich tatsächlich auch Kundendaten hochladen, deren Zustimmung ich nicht habe, um nur die Similar Audience zu bespielen? Nein, also wir eine Policy von Customer Match ist, dass ihr auf jeden Fall als Advertiser die Zustimmung der Kunden braucht, damit man personalisierte Werbung ausspielen kann und eben auch E-Mail-Adressen verwenden kann oder postalische Adressen. Ne? Und diese Similar User können also nur erstellt werden auf Basis von Usern, die ihren Consent dazu gegeben werden. Und die Similar Audiences erstellen wir praktisch basierend auf dem Consent, den sie uns gegeben haben. Also die User geben ja auch ihr Einverständnis, ob sie einverstanden sind, von uns personalisierte Werbung zu erhalten. Ich habe auch zwei Fragen. Und zum einen,
wenn man jetzt Stückzahlziele hat und Target-CPA verwendet, wie stellt man dann die Werte am besten ein, wenn wir dann eben auch mit Datenimport noch eine Attributionsebene reinspielen wollen, um auch eine Attribution, also nicht nur in der Google Ads-Welt zu haben, sondern auch Cross-Channel-Attribution mit reinspielen zu lassen, mit Telefonie und so weiter. Also wenn ich das richtig verstehe, vielen Dank erstmal für die Frage, habt ihr also ein Target-CPA, also ein CPA-Ziel, das heißt, ihr arbeitet nicht mit einem Wert und habt aber ein Attributionsmodell, was über verschiedene Kanäle funktioniert. In dem Fall würden wir empfehlen, eben dieses Ziel, also den CPA, über alle Kanäle hinweg zu berechnen, dann die Daten zu importieren, die sind dann Cross-Channel bereinigt, das heißt, Google Ads werden nur die Conversions zugeordnet, die nach eurem Attributionsmodell entsprechend auch Google Ads zuzuordnen sind. Und dort dann den, wir nennen es Fractional Conversion Import zu nutzen. Das heißt, ihr könnt Dezimalwerte übermitteln. Das heißt, ein Klick bekommt dann vielleicht 0,2 oder 0,3 Conversions, anstatt wie vorher immer eine volle Conversion über das Tag. Und das Ziel berechnet ihr dann tatsächlich nicht mehr in Google Ads, sondern in eurem Cross-Channel-Attributionstool. Okay, vielen Dank. Und die zweite Frage wäre, vorhin wurde erwähnt von einem Speaker, dass man die Zielgruppen der Produktgruppen zusammenfassen sollte, anstatt granulare Audiences zu bilden. Und da stellt sich für mich einfach die Frage, wenn wir jetzt nicht so viele Produkte haben und einfach klar unterschiedliche Zielgruppen ansprechen mit unseren Produkten, ob man es auch dann einfach die Audience zusammenfassen sollte oder doch lieber für jede Produktgruppe eine separate Audiences macht. Hallo, jetzt aber mich, ja? Super. Danke für die Frage. Auch hier, es geht so ein bisschen in die gleiche Richtung, wie was wir gerade besprochen haben. Also eine Basis sollte da sein, indem man sagt, okay, ich habe alle Produktkategorien zumindest einer 50-Tage-Liste abgebildet. Gerade wenn du sagst, okay, wir haben jetzt aber nicht so viele Produkte und wir möchten da nochmal eine spezifische Ansprache vornehmen oder wir wollen da nochmal spezifisch drauf bieten, kann das nochmal mit dedizierten Audience-Listen separat abgebildet werden. Okay, wir machen jetzt noch eine letzte Frage, aber Remla und ihr Team stehen danach auch vorne am Eingang noch zur Verfügung. Möchte noch wer? Ich hätte noch eine Frage zu einem Aspekt, der vorhin schon erwähnt wurde. Negative Keywords und wie viel manuelles Kampagnen-Setup muss ich eigentlich noch machen? Da würde ich gerne nochmal kritisch hinterfragen, das Zusammenspiel mit dem Machine Learning. Machine Learning, habt ihr gesagt, braucht Daten. Es gibt 630 Milliarden unterschiedliche Kombinationen in dem Case, den ihr dort hattet. Daten kosten mich aber Geld, weil ich ja für Klicks zahle. Warum glaubt ihr, dass es trotzdem besser ist, Wissen, was ich zum Beispiel habe, darüber, welche Keywords nicht performen, nicht mit in das Kampagnen-Setup einfließen zu lassen? Ja, sehr gute Frage, danke dafür. Also generell, wie du schon selber gesagt hast, ne, je mehr Daten da sind, desto mehr kann dann auf Basis dieser Suchbegriffe oder Keywords, vor allem in Kombination mit anderen Signalen, eben gelernt und auch gehandelt werden. Also am Ende des Tages kann es eben sein, dass wenn du weißt, für ein gewisses Keyword, das habe ich bisher als Negative eingebucht, weil ich da jetzt nicht so die starke Performance drauf gesehen habe, dann guckt man sich als Mensch die Performance halt recht isoliert für dieses Keyword erstmal oder für einen Suchbegriff an. Aber wir sehen halt nicht jetzt so die historische Performance unbedingt in Kombination mit, der Nutzer war schon mal auf der Webseite, dementsprechend hat er vielleicht doch eine Kaufabsicht gehabt oder der Nutzer befindet sich gerade an einem gewissen Ort oder. Das heißt also, da sind wir als Mensch erstmal limitiert, überhaupt wirklich komplett zu verstehen, wie die wirkliche Performance eines Suchbegriffes ist. Deswegen sagen wir erstmal generell so viel wie möglich an Daten rein, sodass der Algorithmus lernen kann und dann sollte das performancetechnisch am Ende gut passen. Aber ich verstehe halt auch, wenn ihr zum Beispiel schon sehr viel Arbeit investiert habt in Negatives und ihr wirklich gewisse Dinge ausschließen könnt, ihr wisst, das lohnt sich für uns nicht, dann könnt ihr natürlich die investierte Zeit und Arbeit natürlich auch beibehalten in eurem momentanen Setup und ich würde auch wirklich bei der Kontovereinfachung und beim breiteren Aufstellen vom Targeting Step-by-Step natürlich auch vorgehen, ja, und nicht jetzt komplett alles raushauen, sondern natürlich irgendwie auf Kampagnenebene oder vielleicht auf Kontoebene mal testen und eben unterschiedliche Dinge eben mal angehen. Aber ja, danke dir.
Ja. Vielen Dank euch allen.